Friede, erklär uns die Welt. Jetzt hört gut auf. Friede, erklär uns die Welt. Gleich geht's los. Friede. Hi Leute, heute erkläre ich euch alternative Energien. Glaubt mir, ich würde auch lieber über was Interessanteres reden. Zum Beispiel die Ähnlichkeit von Christine Lagarde und Mathieu Carrière. Aber alternative Energien sind wirklich wichtiger im Moment. Bedanken könnt ihr euch dafür bei der Atomindustrie, denn seitdem die rausgefunden haben, dass sie mit dem Abschalten der Atomkraftwerke auch Geld verdienen können, müssen wir uns um neue Energien kümmern. Am besten wäre es natürlich, Energie aus etwas zu erzeugen, von dem es immer genug gibt oder am besten noch zu viel, zum Beispiel Stau oder Fremdenhass. Aber die Experten haben da auch ganz andere Ideen. Erste Idee, der Wind. Wind of Change quasi. Aber wenn der Ventilator nur bei Wind funktioniert, kann ich mir den doch auch gleich sparen. Nächste Idee, Wasser. Aber das weiß doch wirklich jedes Kind. Strom und Wasser, keine gute Idee. Außerdem, wie sollte das in der Praxis funktionieren? Kommt denn der Strom aus dem Wasserhahn oder das Wasser aus der Steckdose? Merkt ihr selbst, ne? Dritte Idee, die Sonne. Denn wie im echten Leben steht auch hier die Sonne ganz oben. Aber Sonne als Energiequelle? Jeder, der einmal bei 48 Grad durch die Sahara gelaufen ist, der weiß, danach hast du viel. Zum Beispiel Durst. Aber bestimmt keine überschüssige Energie. Außerdem Sonne als erneuerbare Energie ist doch die größte Lüge seit Clean Diesel von VW. Denn wenn in 7 Milliarden Jahren bei der Sonne das Licht ausgeht, wer soll die denn dann bitte schön erneuern? Egal, das Thema hat sich sowieso bald erledigt. Denn bei IKEA gibt's doch jetzt schon Möbel, wo man sein Smartphone kabellos aufladen kann. Tschüss!